Hallo und herzlich willkommen in der Wunderkesselküche. Ich bin Kai und heute mache ich mit euch einen Kichererbsenaufstrich. Kichererbsen, das kennt ihr garantiert aus der orientalischen Küche. Vielleicht hat der ein oder andere von euch auch schon mal Hummus gegessen. Das, was wir jetzt machen, das ist so ein bisschen ähnlich. Bei Hummus ist allerdings noch Sesam mit dabei und verschiedene andere Gewürze. Ich habe einen sehr, sehr einfachen, aber sehr, sehr leckeren Brotaufstrich für euch heute geplant. Und damit fange ich jetzt am besten mal an. Was wir brauchen, ist eine Zwiebel und eine Knoblauchzehe. Das Ganze kommt hier in unseren Wunderkessel rein und wird 5 Sekunden auf Stufe 5 zerkleinert. Dann dünsten wir das Ganze 2,5 Minuten auf, ich mache immer Varoma-Stufe, mit 20 Gramm Olivenöl. Jetzt müssen wir gerade noch gucken, immer die Zwiebeln immer noch mal ein bisschen runterdrücken, weil die sich ja oft oben im Kessel am Rand festsetzen. So, also 20 Gramm Olivenöl. Und was wir auch noch gleich zum Dünsten mit dazu machen, ist eine Prise Chilipulver. Da könnt ihr selbst wählen, ob ihr ein bisschen mehr oder ein bisschen weniger wollt. Ich mache gerne ein bisschen mehr, weil ich es gerne scharf habe. Und das schmeckt gerade bei diesem Brotaufstrich auch sehr gut. Das Ganze also jetzt dünsten, 2,5 Minuten, Stufe 1, Varoma. So, unsere Zwiebeln sind gemeinsam mit dem Chili-Pulver angedünstet und jetzt kommt die wichtigste Zutat für den Kichererbsenaufstrich, nämlich Kichererbsen. Ich habe jetzt eine 800 Gramm Dose genommen, das genügt. So, dann machen wir noch etwas Gemüsebrühe da rein, wirklich nicht viel, sondern nur so ein bisschen. Ich nehme jetzt mal Instant-Gemüsebrühe, weil sich die dann doch in den kleinen Mengen ein bisschen besser dosieren lässt als unsere selbstgemachte. Ein wenig Salz und etwas Pfeffer, das könnt ihr dann nach Belieben nachher abschmecken oder nochmal nachwürzen. Und dann wird das Ganze 2 Minuten auf 100 Grad, Stufe 2, gekocht. So, und während unser Kichererbsenaufstrich hier vor sich hinkocht, vielleicht noch ein paar interessante Facts aus dem Wissensbereich nutzloses Wissen über Kichererbsen. Ich habe mich nämlich früher als Kind immer gefragt, warum heißen die denn Kichererbsen? Das hat nichts damit zu tun, dass man kichern muss, das dachte ich nämlich als Kind immer, sondern es kommt von dem lateinischen Wort, die Pflanze heißt nämlich Kiker. Und das kommt aus dem Hebräischen oder ist verwandt mit dem Hebräischen Kikar und das bedeutet so viel wie rund oder rundlich. Kichererbsen sind ja sehr gesund, also enthalten sehr viele Aminosäuren, die lebenswichtig sind, wie zum Beispiel Lysin. 20% Eiweiß, sehr, sehr wichtig auch, wenn man sich vegan oder vegetarisch ernährt, diese Hülsenfrüchte, also ein absolut tolles Produkt. Das Ganze ist ein bisschen gekocht und jetzt müssen wir noch 10 Sekunden auf Stufe 5 pürieren, damit das Ganze auch eine schöne Aufstrichkonsistenz hat. So, das reicht. 12 Sekunden, auf jeden Fall gut. Ich schaue mal nach. Das Ganze muss jetzt natürlich erstmal abkühlen und dann in den Kühlschrank. Es hat aber, wie wir jetzt schon sehen können, eine sehr, sehr schöne Konsistenz. Ich hole das jetzt mal hier raus. Also wirklich eine sehr schöne Aufstrichkonsistenz. Wie gesagt, muss jetzt erstmal abkühlen und ziehen. Ich schmecke vielleicht vorher schon mal ab, bevor ich es abkühlen lasse. Und dann gucken wir gleich mal, wie es schmeckt. So, ich habe das Ganze jetzt hier mal 2 Stunden im Kühlschrank ziehen lassen. Wie gesagt, die Konsistenz ist großartig. Entschieden habe ich mich jetzt mal Schwarzbrot bzw. hier einen Pumpernickel als Unterlage zu verwenden, um das Ganze zu probieren. Wie gesagt, ich habe jetzt ein sehr, sehr einfaches Rezept genommen. Ich habe auch noch mal ein bisschen nachgewürzt mit Salz. Ja, aber gerade mit dem Schwarzbrot schmeckt das richtig gut. Ich kann mir das auch auf Weißbrot sehr gut vorstellen. Es ist wirklich ein sehr, sehr leckerer und vor allen Dingen auch gesunder Brotaufstrich. Ihr könnt da jede Menge mit variieren. Ich habe gerade gedacht, vielleicht könnte man beim nächsten Mal noch eine Prise Kreuzkümmel oder so dran machen. Dann schmeckt das Ganze noch so ein bisschen mehr nach Hummus. Oder man nimmt statt des Olivenöls Sesamöl. Probiert das gerne mal aus, wenn ihr das zu Hause habt und schreibt mir in die Kommentare,
wie es geschmeckt hat. Und wenn euch das Video gefallen hat, klar, ich freue mich über ein Like. Und wenn ihr es noch nicht getan habt, dann solltet ihr auf jeden Fall den Kanal hier abonnieren. Denn hier wird nicht nur gegessen, sondern hier gibt es jede Menge Tipps und Tricks und vor allen Dingen tolle Rezepte zum Thermomix. Ich freue mich auf jeden Fall, euch bald wieder hier begrüßen zu dürfen. Sag bis dahin vielen Dank und guten Appetit.